Wir kommen zum nächsten Berichterstatter und es ist der Stadtrat Magister Kaufmann. Bitte, Reinhard. Ja, meine Damen und Herren, es gibt ja seit Beginn des Probebetriebs der neuen Verkehrsregelung am Stadtplatz eine heftige Diskussion. Es gibt viele Bürgerinnen und Bürger, die sich hier beteiligen, uns Rückmeldungen geben. Auch medial wird das sehr stark wahrgenommen und begleitet. Ich möchte mich hier bei den Medien ausdrücklich bedanken für die breite Berichterstattung zu diesem Thema. Und ich denke, wir sollten uns auch hier sozusagen in einer Zwischenschau wieder mit dem Thema, wie geht es weiter mit dem Stadtplatz, beschäftigen. Wir haben einen Probebetrieb, es gibt aber sozusagen kein Konzept, was heißt Probebetrieb, was passiert da alles. Was ich nicht möchte und verschiedentlich angemerkt wird, worum es hier gehen könnte, aber nicht soll, meiner Meinung nach, dass hier etwas auf den Stadtplatz gesetzt wird und der Probebetrieb dazu da ist, dass sich alle daran gewöhnen und dann wird es schon irgendwie so bleiben können. Ich denke, ein echter Probebetrieb bedeutet, Alternativen auszuprobieren. Und daher haben wir jetzt den Antrag, bringen wir den Antrag ein, den zuständigen Stellen des Magistrats den Auftrag zu geben, im Rahmen des Probebetriebs auch den sogenannten autofreien Stadtplatz auszuprobieren, der auch von vielen Stimmen gefordert und eingebracht wird. Und wir haben im Antrag die Spezifizierungen genau drinnen. Da kann man auch noch allenfalls drüber reden in der Umsetzung, ob hier noch das eine oder andere fehlt. Natürlich wird es Zulieferverkehr geben müssen. Es soll weiters Taxiverkehr am Stadtplatz geben können, auch in diesem Probebetrieb, Anführungszeichen autofreier Stadtplatz. Der Stadtbus wird weiter hereinfahren und behinderte Personen sollen hereinfahren können und natürlich die Marktführanten. Meiner Meinung nach sind wir es unseren Bürgerinnen und Bürgern schuldig, das auszuprobieren, um zu sehen, wie das funktionieren würde. Es ist etwas missverständlich in der Benennung des Tagesordnungspunkts, wo Sperre Kehgasse steht. Das ist nur eine Begleiterscheinung. Es ist nur dann sinnvoll, Fußgängerzone auf dem Stadtplatz zu probieren, wenn die Kehgasse für den Verkehr gesperrt wird, weil die brauchen wir ja nur für den Durchzugsverkehr vom Neutor zum Enskee. Und es wurde ja auch schon mehrfach vorgeschlagen, nicht nur von mir, sondern auch von Experten bis hin zur Polizei, dass wir den Enskee sehr gut über die Zieglergasse die Zu- und Abfahrt gestalten können. Das machen wir immer wieder bei Veranstaltungen am Stadtplatz und das wäre natürlich auch während dieser Probephase zu tun. Ich bitte um Diskussion und wenn möglich Zustimmung. Als erster zu diesem Tagesordnungspunkt zu Wort gemeldet ist der Kollege Freises. Bitte sehr. Werte Kolleginnen und Kollegen, ich unterstütze den Antrag auf einen Probelauf für einen autofreien Stadtplatz. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass man sich anschaut, wie kann das funktionieren. Wird das angenommen von den Bürgerinnen und Bürgern oder ist das möglicherweise doch eine Idee, die so nicht funktionieren kann? Wie gesagt, wenn man da jetzt einige Wochen hernimmt und das einmal probeweise austestet und dann auch, wie gesagt, der Feedback einhält, glaube ich, kann das die Stadt weiterbringen in einigen Erkenntnissen. Auch zum Beispiel, wie funktioniert das eben mit der Zieglergasse? Ist da ein Durchflussverkehr gewährleistet oder ist das einfach eine zu riskante Geschichte? Wie wirkt sich das auf die Wirtschaft aus? Kommen wirklich mehr Besucher und Fußgänger oder ändert sich wenig?
Zwei Anliegen möchte ich allerdings hervorstreichen. Also es ist eben im Antrag auch berücksichtigt, aber das erste Anliegen ist, dass eben wirklich speziell auf beeinträchtigte Personen Rücksicht genommen wird, dass man schaut, dass da eben ein Zugang zum Stadtplatz gewährleistet ist, dass es Behindertenparkplätze gibt, die entsprechend platziert sind und ja, dass da natürlich die, was eben sonst keinen Zugang hätten, die Möglichkeit haben. Weiters, vor so einem Probelauf muss natürlich ein Konzept gegeben sein, was bietet man den Menschen da jetzt wirklich an am Stadtplatz, also einfach nur die Boller wegkramen und schauen, wie wird es, ist aus meiner Sicht zu wenig. Da braucht es eben dann auch Ideen, wie gestaltet man die Fläche, wie setzt man das Ganze sinnvoll um, dass die Bürger halt auch einen Mehrwert erkennen können und ja, man sich nicht nur denkt, okay, jetzt ist da alles frei, aber unterm Strich hat sich eigentlich nichts geändert. Danke. Nächster Redner, Vizebürgermeister Wilhelm Hauser. Bitte, Willi. Ja, geschätzter Gemeinderat, geschätztes Präsidium, werte Gäste. Also, ich habe früher mal ein Synonym so gehabt, das hat geheißen, ich habe Bauchweh bei dieser Geschichte. Grundsätzlich ist es so, dass wir einen Grundsatzbeschluss gefällt haben, dass wir also den Stadtplatz neu umsetzen wollen und als erste Phase ein Jahr Probezeit dazu vereinbart haben. Und es hat aber ein paar ganz klare Festlegungen gegeben. Unter anderem, dass die Kegasse offen bleibt, weil das auf der einen Seite der Wunsch der Kaufleute und vieler Bewohnerinnen und Bewohner am Stadtplatz ist. Und auf der anderen Seite, dass man also gesagt hat, es gibt also durchaus durch die Zieglergasse, und das sagt auch selbst die Polizei, einen Unfallhäufungspunkt, wenn man sozusagen von der Vorlandbrücke hinunterfährt und dann rechts Richtung Enske fährt, dass also dort extrem eng ist und dass dort also doch sehr, sehr problematisch ist, sozusagen einen Begegnungsverkehr zu haben. Und das Zweite ist, ich bin auch dankbar dafür, dass also die Medien darüber Bericht erstatten. Wir haben auch selber überall die Möglichkeiten geschaffen, dass man also sozusagen per E-Mail sich melden kann, dass man vorsprechen kann. Der Diplom-Ingenieur Froschauer war bis Anfang dieser Woche im Rathaus und hat also alle Anregungen entgegengenommen. Probebetrieb heißt aber nicht, dass wir alle zwei Tage sozusagen irgendwo hinsausen, umfärben, die ganzen Geschichten verändern und dergleichen mehr. Und daher denke ich mir, die nächste sozusagen Facette der Veränderung am Stadtplatz wird spätestens kommen mit 1. März, wo es darum geht, dass sozusagen die Schanigärten wieder eingerichtet werden und wo man sieht, wie sich die Dinge verändern. Das Zweite ist, dass wir also den Wunsch der Kaufmannschaft, der Gastronomie, aber auch der Zulieferer haben, dass also zu wenig Ladezonen vorhanden sind und dass man auf das Rücksicht nehmen muss und verschiedene Dinge mehr. Es wird sich also vieles ergeben, das sozusagen letztlich sowieso zu Veränderungen am Stadtplatz weiterführt. Und das Dritte, was ich jetzt gerade sehr dankbar bin, dass also der Pitt Freisas hier erwähnt hat, ist, dass wir auf der einen Seite Freiflächen geschaffen haben, aber wenn jetzt nicht gerade der Adventmarkt dort stand, dann schaue ich da mal an, was mit dem freien Platz passiert. Und daher denke ich mir also, alles nur sozusagen zu tun, damit man jetzt auf der einen Seite womöglich einen autofreien Stadtplatz hat, auf der anderen Seite aber nicht genau weiß, was man sozusagen alles dort umsetzen möchte, bis hin zu dem, dass ja Möblierungen und all diese Dinge etwas kosten und dass man letztlich auch zuerst schauen muss, wie man das Ganze wirklich umsetzen möchte und es ja da Diskussionen gibt und wir ausdrücklich gesagt haben, keine baulichen Veränderungen auch in dieser Zeit und das bedeutet auch, dass es nicht recht gescheit ist, wenn man sündhaft teure Möblierungen womöglich anschaffen, die wir dort hinstellen, ist das Nächste. Und auf eins möchte ich schon aufmerksam machen, weil das ist mir heute gerade so wieder ins Auge gesprungen, wie ich sozusagen die Meldung des Dr. Pfeil gelesen habe in den oberösterreichischen Nachrichten, der uns ja jetzt als ehemaliger 20-jähriger Verkehrsreferent sagt, wie es eigentlich gescheit war, möchte ich zurückerinnern an die Fußgängerzone im Steierdorf,
was dort passiert ist und was letztlich mit den Geschäften dort passiert ist. Und wenn ich auf der einen Seite sage, ich möchte also am Stadtplatz eine attraktive Innenstadt haben, die sozusagen auch bevölkert wird und wo es also Frequenzen gibt, dann denke ich mir alle, es ist nicht gescheit, wenn man den Steirer Stadtplatz mit der Kärntner Straße in Wien vergleicht. Und daher denke ich mir, sollte man also mit einem großen Augenmaß hier vorangehen und letztlich auch dieses ein Jahr Probezeit dazu benutzen, sozusagen verschiedenste Regelungen auszuprobieren, aber nicht eine ausprobieren, wo wir eigentlich nicht überzeugt sind davon, dass es wirklich gescheit ist, nämlich eine Fußgängerzone zu schaffen. Und daher werden wir nicht für diesen Antrag sein. Danke, Vizebürgermeister Haus. Als nächstes zu Wort geben wir den Stadtrat Mayhofer. Bitte, Gunther. Dann du, ne? Okay. Geschätztes Präsidium, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben alle mitsammen etwas beschlossen, nämlich die Veränderung in der Innenstadt. Wenn ich jetzt den Worten vom Vizebürgermeister Hauser folge, dann geht es wieder retour. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Weil eines ist in der Zwischenzeit schon passiert, dass sich die öffentliche Meinung wirklich gedreht hat. War eine Reduzierung des Verkehrs vor unseren Maßnahmen überhaupt nicht denkbar? Bei der absoluten Mehrheit der Bevölkerung ist jetzt die Mehrheit der Bevölkerung der Meinung, es gehört der Verkehr reduziert. Das ist ein klares Bekenntnis, da können Sie hingehen, wo Sie wollen, da können Sie Umfragen starten, das ist ein klares Meinungsbild. Ich bin allerdings nicht der Überzeugung, wie der Kollege Kaufmann, dass man eine generelle Fußgängerzone machen sollte. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Im Unterschied zu manchen anderen Städten und natürlich auch vor einem Einkaufszentrum haben wir keine Rückseite bei den Häusern, wo man laden kann, wo man halten kann. Das heißt, es muss bei uns auch in Zukunft möglich sein, kurzfristige Ladetätigkeiten auch der Kunden am Stadtplatz zu machen. Ich glaube allerdings schon, dass wir uns wirklich überlegen sollten, ist es notwendig, dass wir nach wie vor 60 Minuten Parken am Stadtplatz haben? Ich glaube, das sollte man wirklich diskutieren. Ob es nicht genügen würde, wenn wir eine kürzere Zeitzone dafür zur Verfügung stellen? Weil das hat sich jetzt schon gezeigt, dass A, die Garage angenommen wird, dass dieser Fußweg herüber angenommen wird. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, jetzt Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte noch einmal betonen, ich bin der vollen Überzeugung, dass es vernünftig wäre, diesen Durchzugsverkehr auf den Enzkee über die Zieglergasse zu leiten und nicht mehr über den Stadtplatz. Das ist ein vollkommen unnötiger Verkehr. Wer am Stadtplatz was zu erledigen hat, der soll hereinfahren können, aber wer nur einen Parkplatz sucht, der soll am Enzkee oder in die Parkgarage fahren. Und das sind Lenkungsmaßnahmen, die ich glaube, dazu sind wir aufgerufen. Und es gibt ein altes Sprichwort, habe nicht Angst vor der Veränderung, habe eher vor dem Stillstand Angst. Und genau darum geht es jetzt. Ich glaube, dass diese Aussage, die der Kollege Hauser getroffen hat, dass die Wirtschaft so dahinter steht, dass man über die Kehgasse abfahren kann, dass sich das erstens mittlerweile gedreht hat und zweitens, dass das auch vorher schon wenige waren. Und wenn man sich jetzt noch überlegt, dass wir eine Baustelle beim Museum haben werden, die zwischen ungefähr 1,5 Jahre dauern wird, und diese Baustelle vor dem Museum wird ungefähr 1,5 Jahre dauern und dass es dafür notwendig sein wird, dass man eines der beiden Stadttore sperrt mit einer Ampelregelung. Und ich glaube, dass wir gut beraten wären, hier wirklich vernünftig zu überlegen,
ob wir nicht in diesem Rahmen einen Probebetrieb starten. Ich glaube also, dass dieser Vorstoß vom Kollegen Kaufmann etwas übereilt ist, weil eine sechswöchige Probephase jetzt zu machen, wo wir uns nicht einmal ganz klar ist, wie wird diese Baustelle ausschauen, welche Auswirkungen hat das. Ich glaube, es wäre vernünftig, uns wirklich zusammenzusetzen, nicht irgendeine kleine Lenkungsgruppe, wie das so schön heißt, damit zu installieren, sondern hier in diesem Kreise durchaus auch mit einem Sonderausschuss wirklich vernünftig und losgelöst von Emotionen zu überlegen, was ist gescheit für den Stadtplatz, was brauchen wir und was brauchen wir nicht. Weil eines möchte ich schon betonen, es würde niemand sich vorstellen können, dass in einer Plus-City in der Mitte durch die Autos durchfahren, nur weil sie am Parkplatz hinwollen. Und hier ist wirklich Angst davor, vor jemandem, der Angst vor Veränderung hat, das ist der falsche Weg. Überlegen wir wirklich, wie können wir das umsetzen, dass es Veränderungen braucht, ist ganz klar. Das haben wir aufgrund der Reaktionen gemerkt, aber das ist auch uns zugegangen, dass wir gesagt haben, okay, diese Lösung, wie es jetzt ist, die gehört verbessert. Aber jetzt mehr oder weniger zu sagen, jetzt gehen wir wieder zurück, jetzt lassen wir womöglich die Scheinigärten wieder dort, wo sie jetzt waren oder sonst was. Also ich glaube, das war der falsche Weg. Wir sollten wirklich Mut haben, weitreichende Entscheidungen zu treffen. Versteht es richtig, dass die Scheinigärten weg sollen? Nein. Also, wo sollen sie dann hin? Als nächster zu Wort gewählt der Vizebürgermeister Zöttl. Bitte, Helmut. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben eigentlich niemals einen Hehl daraus gemacht, dass die Kehlgasse gesperrt werden soll. Das war für uns eine Schnapsidee. Wir waren eigentlich diejenigen, die gesagt haben, diese soll offen bleiben. Wir wollen kein Zweikreissystem. Eines praktisch beim Stadtplatz reinfahren, rausfahren am Stadtplatz und das andere Zieglergasse runter, Zieglergasse raus, wo wir genau gewusst haben, das kann nur in die Hose gehen. Also da waren wir immer dagegen. Sprich aber jetzt auch unseren damals den Grundsatzbeschluss für den Stadtplatz an, für die Umgestaltung waren wir auch der Meinung, dass jede einzelne Maßnahme, und das war der Grund, warum wir überhaupt mitgestimmt haben, abgestimmt werden muss in einem Gremium und auch eine Mehrheit finden muss und auch die Finanzierung dazu. Ich stehe nach wie vor zu dieser Meinung und meine persönliche Meinung war die, und da wird mir jetzt der Herr Stadtrat Meierhofer natürlich nicht beipflichten, mir hat der Stadtplatz vorher auch sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, was jetzt rauskommt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man wieder in die ursprüngliche Variante zurückgeht. Das ist meine persönliche Meinung, vielleicht ein bisschen anders die Parksituation einordnen, aber grundsätzlich mir hat es vorher auch gefallen. Danke. Nächster zu Wort gemeldet der Stadtrat Dr. Ritter. Bitte, Herr Dr. Ritter. Verehrte Damen und Herren, sehr geschätztes Präsidium, verehrte Zuschauer, der Stadtplatz unterliegt einer Veränderung. Und da gibt es solche und solche Meinungen. Und alle Meinungen beruhen auf irgendeiner Theorie, dass man den Stadtplatz so weit ändern kann und dass man ihm die zuführenden Gefäße, ich als Arzt werde das immer wieder mit medizinischen Vergleichen zeigen und anführen, dass man ihm die Gefäße abschnüren kann und schauen wir mal, wie lange er dann lebt. Ich finde, es ist eine Frechheit, wenn man ein Versuchsprojekt Stadtplatz startet. Ich glaube, dass das viel mehr wirklich berechnet werden muss und vorsichtig und reversibel gestaltet werden muss. Und wenn man jetzt hört, dass man die Kehgasse auch noch versucht zu sperren, da muss ich fast sagen, ist das ein Wahnsinn. Ich schaffe mit der Sperre der Kehgasse zwei Einbahnsysteme, wo ich über die Zieglergasse hinunterfahren und wieder rausfahren muss und dasselbe am Stadtplatz auch. Das ist doch idiotisch. Entschuldigung, wenn ich das sage. Entschuldigung, Sie können nachher sprechen, gell, aber jetzt unterscheiden. Das ist für mich ein Feldversuch, der nicht
positiv enden kann und das Ganze unter der Prämisse, wir wollen einen autofreien Stadtplatz haben. Also das finde ich fast so ein Unterjubeln einer gewissen Planung, die, glaube ich, von den Steiermark-Bürgern nicht gutiert wird. Der nächste Redner, Magister Brack, bitte. Gut. Entschuldigung. Das habe ich schlecht. Ich habe die schon abgehakt. Ja, ich muss da ein paar Dinge auch aus der Historie, vielleicht ein bisschen übertrieben, weil so lange geht das Ganze ja noch nicht, aber klarstellen. Die Sperre der Kehgasse wäre so eine Sache gewesen, die war schon die kleinere Variante, die wir Grünen uns vorgestellt haben. Wir waren von Anfang an der Meinung, dass wenn wir eine Hanggarage haben, wenn wir in wenigen Schritten von einem gemütlichen, trockenen Parkplatz in die Stadt hereingehen können, dann ist es höchst an der Zeit, den Stadtplatz autofrei zu kriegen. Autofrei, Sie wissen, was ich meine, ist alles schon gesagt worden. Das heißt natürlich, dass es keinen Verkehr nach wie vor dort geben können muss. Das ist die eine Sache. Also diese Autofreiheit, die war uns immer ein Anliegen. Dann hat es geheißen, das geht nicht, die Geschäftsleute sind anderer Meinung. Haben wir gesagt, na dann machen wir wenigstens eine Entlastung, was den Verkehr anbelangt. Warum muss man denn im Kreis fahren auf der Parkplatzsuche? Dann sperren wir die Kehgasse und fahren wir so, wie es bei Veranstaltungen ja auch oft ist, am Enske zu und am Enske ab und am Stadtplatz zu und am Stadtplatz ab. Auch das ist nicht gegangen. Jetzt haben wir eine Lösung, mit der offenbar niemand zufrieden ist. Und darum sagen wir, Probebetrieb, dann probieren wir es doch wenigstens einmal aus. Nichts festschreiben, keine Baumaßnahmen, keine Möbel hinsetzen, gar nichts in die Richtung. Machen wir den Stadtplatz einmal autofrei, eine Zeit lang, und schauen wir, was die Leute dazu sagen. Es kann auch nicht so sein, dass die Geschäftsleute letzten Endes bestimmen, was die Bürger in Steyr mit ihrem Stadtplatz anfangen können. Mitreden lassen wir sie. Natürlich sind sie wichtig, wir brauchen sie, keine Frage. Aber die Leute, es besteht das Steirer, die Steirer Bevölkerung besteht nicht nur aus Geschäftsleuten. Wenn es darum geht, was tut man denn mit diesem Stadtplatz? Und wenn es heißt, einen autofreien Stadtplatz, den können wir ja dann gar nicht bespielen. Schauen Sie sich alte Bilder an, wo auf dem Stadtplatz keine Autos waren, weil es noch keine gab. Da laufen die Leute kreuz und quer auf der Straße herum. Das ist eine Fläche, die einfach belebt ist. Da muss ich gar nichts aufstellen, da brauche ich gar nichts. Die Leute werden dort mitten auf dem, was jetzt Straße oder Parkplatz ist, stehen und sich unterhalten. Und es sind viele Leute, die auf diesen alten Bildern zu sehen sind. Und denken Sie auch die vielen Veranstaltungen, die wir haben, wo der Stadtplatz autofrei ist, wie sehr uns das allen, die wir hier sitzen, gefällt. Natürlich sind dort viele Leute, weiß schon, weil ja Veranstaltungen sind, so wird es vielleicht nicht immer sein, aber sich so bewegen zu können, das wünsche ich mir sehr. Probebetrieb heißt also schon aus meiner Sicht mehr als nur eine Variante auszuprobieren. Wir wollen gar nicht wahnsinnig viel, wir würden sehr viel mehr in Wahrheit wollen, nämlich wirklich einen autofreien Stadtplatz, aber ihn nicht einmal auszuprobieren, das verstehen wir unter diesen Bedingungen nicht und ich glaube nicht, nur wir verstehen das nicht. Jetzt wollen wir nur Ihre Stimme dafür, dass wir 6 Wochen ausprobieren, ob ein Stadtplatz ohne Auto auch machbar ist. Ohne Umbaumaßnahmen, ohne große Investitionen, 6 Wochen ausprobieren. Das ist wirklich keine große Hürde, hätte ich gemeint. Ich hoffe, ich täusche mich nicht. Danke. Danke. Nächste Rednerin, Frau Magister Frech, bitte, Michaela. Geschätztes Präsidium, werte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, geschätzte Gäste. Sogar im Antrag der Grünen geht es ja nicht um einen autofreien Stadtplatz. Weil ein autofreier Stadtplatz würde für mich bedeuten, dass wirklich kein Auto mehr hereinfährt. Ja? Aber selbstverständlich sehen sogar die Grünen vor, dass es Ausnahmeregelungen gibt für den Zulieferverkehr, dass die Bewohner nach wie vor hereinfahren dürfen mit dem Auto, die Taxis hereinfahren dürfen, der Stadtbus und auch behinderte Personen, die einen Behindertenausweis haben. Das heißt,
autofrei stimmt in dem Zusammenhang nicht. Deshalb denke ich mir, sollten wir von verkehrsberuhigt reden, da finden wir uns alle und das ist, denke ich mir, das, was das Treffende ist, wo es hingehen sollte. Und zum Thema verkehrsberuhigt ist sicherlich ein wesentlicher Punkt, der wird auch hier angesprochen, es soll nicht mehr geparkt werden. Wir haben jetzt die Situation, dass wir eine Stunde, dass man eine Stunde parken kann auf dem Startplatz. Mit der Toleranzzeit sind wir dann bei 60 plus 10 Minuten, 70 Minuten kann ich stehen bleiben. Und das verführt sehr viele dazu, einmal zu schauen, kriege ich am Startplatz einen Parkplatz, stelle mich dann dort mal hin. Die, die sich so nicht an Recht und Gesetz halten, werfen dann auch noch nach. Und damit habe ich genau das erreicht, was nicht passt, weil Parkfläche habe ich da drüben in der Garage, Parkfläche habe ich am Enske. Das, was am Startplatz passieren soll, ist, dass jemand die Möglichkeit hat, eine kurze Betonung auf kurze Erledigung bei der Post zu machen, zur Apotheke zu gehen, etwas, was schnell in 10 Minuten, maximal einer Viertelstunde erledigt ist. Aber nicht zum Parken. Und wenn man das machen würde und diese Parkstunde von einer Stunde zurückschraubt, auf eine Möglichkeit, das muss man sich juristisch anschauen, was geht, ich würde so sagen, Maximum 15 Minuten, dann würden alle jene in der Garage parken für längere Erledigungen, beziehungsweise am Enske und keiner mehr oben stehen, der sagt, na, jetzt habe ich längere Erledigungen. Zugleich habe ich aber sichergestellt, und es gibt eben nicht nur die behinderten Personen, es gibt Personen, die haben keinen Behindertenausweis, haben deshalb auch nicht die Möglichkeit, sich auf einen Behindertenparkplatz zu stellen, sind aber körperlich nicht mehr so wirklich fit und für diese ist eine Zumutung, sich in eine Garage zu stellen, nur weil ich ein Paket bei der Post abholen möchte oder mir einen Kontoauszug hole von der Bank oder in die Apotheke gehe. Und für diesen Personenkreis, um den müssen wir uns auch kümmern. Und genauso um jene Personen, die Frauen sind heute schon oft angesprochen worden, die Eltern, wenn man mit Kindern unterwegs ist, Kinderwagen etc., dann ist das auch alles ein bisschen mühsam. Und das wäre, denke ich mir, einer der wichtigen Punkte zu dieser Verkehrsberuhigung, der Suchverkehr, der nach wie vor stattfindet, am Startplatz, den einzuschränken, indem man weggeht von dieser einen Stunde, das macht jetzt keinen Sinn mehr, das hat früher einen Sinn gemacht, so 15 Minuten ungefähr darf man stehen bleiben. Damit habe ich einen viel höheren Umschlag beim Parken, das heißt, ich brauche auch weniger Parkfläche, weil nicht mehr in einer Stunde ein Fahrzeug dort steht, sondern 4 Fahrzeuge, 5, je nachdem, wie lange dann jemand stehen bleibt, aber nicht länger als so ungefähr Diskussionsbasis mal 15 Minuten, keine Toleranzzeit mehr und gar nichts. Und das wäre dieser eine Punkt. Der Antrag der Grünen zeigt aus meiner Sicht auch, dass es einen Diskussionsbedarf gibt. Wir haben hier herinnen einen Grundsatzbeschluss gefällt für eine Attraktivierung des Stadtplatzes, für eine Umgestaltung des Stadtplatzes. Und es hat immer geheißen, ja, jede Maßnahme soll dann auch genau beschlossen werden. Ich habe derzeit so den Eindruck, da geht alles ein bisschen so, nicht ganz wirr, aber nicht so ganz strukturiert durcheinander. Es gibt, das ist jetzt kein Vorwurf, es ist nur eine Feststellung, kein wirkliches Projektmanagement, das aufgesetzt ist, wo ich genau sehe, da gibt es einen Projektstrukturplan, da gibt es Arbeitspakete, da ist der und derjenige zuständig, sondern es passiert so, wie es passiert. Manches kommt dann in einen Ausschuss, manches verändert sich plötzlich einmal, irgendwas entscheidet ein Beamter, irgendwas entscheidet ein Politiker. Ich denke mir, es ist an der Zeit, und das zeigt für mich dieser Antrag, dass man nicht jetzt dann hergehen in jeder Gemeinderatssitzung, einmal einen Antrag für den Probebetrieb und einen Antrag für den nächsten Probebetrieb, sondern dass wir einen temporären Ausschuss, so nenne ich es mal, haben, einen projektorientierten Ausschuss, wo es wirklich zeitlich beschränkt darum geht, die Stadtplatzsituation, wo alle Referenten drinnen sind, die damit zuständig, die dafür zuständig sind, da geht es um Verkehr, da geht es um Tourismus, da geht es letztlich auch um Wirtschaft, Finanzen, Recht, dass auch die Beamtenschaft, die damit zu tun hat, das ist eine Querschnittsmaterie, mit der viele beschäftigt sind, dass die vertreten sind und dass man wirklich sich ganz sachlich in diesem temporären Ausschuss mit dem Thema Stadtplatz beschäftigt. Das hätte sehr viel an Transparenz, würde das mit sich bringen und natürlich auch die Information der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte. Das Einzige, was ich so ein bisschen herausgefunden habe, ist, es gibt eine Steuerungsgruppe. Ich habe dann so mal nachgefragt, wer ist denn so in dieser Steuerungsgruppe, weil da wird anscheinend immer wieder gerade mal was entschieden. Vielleicht kann man mir das hier herinnen beantworten, wer jetzt da wirklich in dieser Steuerungsgruppe ist. Mein Vortrag, ich kann es jetzt nicht, oder mein Vorschlag, Entschuldigung, ich kann es jetzt nicht als Antrag formulieren, weil dazu hätte ich das schriftlich einbringen müssen. Es geht mir auch nicht darum,
jetzt irgendwas zu verpolitisieren, ganz im Gegenteil, sondern ich stelle hiermit den Antrag, darüber nachzudenken, dass man diesen temporären Ausschuss macht, alle Referenten ins Boot holt, alle Fraktionen einbindet, auch jene, die vielleicht eben nicht Fraktionsstatus haben, und dass man vor allem die Beamten da einbindet, und damit erspart man sich auch jetzt diese Sachen, dass wir jetzt immer über irgendwas diskutieren, keiner weiß mehr bald den aktuellen Stand, was soll jetzt wieder zurückgenommen werden, was nicht. Das, was ich für wichtig halte, ist, dass das, wozu wir uns einstimmig entschieden haben, einen attraktiveren Startplatz zu haben, einen verkehrsberuhigten Startplatz, dass das dann wirklich bestmöglich umgesetzt wird. Und das geht aus meiner Sicht nur, wenn man das gemeinsam tut und wenn man auch wirklich, damit es keine Pleiten, Pech und Pannen gibt, in einer strukturierten Art und Weise mit einem Projektmanagement und mit einem projektorientierten temporären Ausschuss. Und ich würde dich, geschätzter Herr Bürgermeister, bitten, nicht darüber nachzudenken, sondern das auch zu initiieren. Dankeschön. Danke. Es gibt noch einige Wortmeldungen. Ich kann dazu sagen, wir brauchen nicht darüber nachdenken. Wir haben schon darüber nachgedacht. Es arbeitet eine Fachbeamtengruppe an einem Vorschlag, der dann der Politik vorgestellt werden wird im nächsten Jahr. Und auf Basis dieses Vorschlages, wie wir Startplatz neu tatsächlich dann ab Frühjahr, ab 1. März, wenn die Schanigärten da sind, umsetzen wollen und auch verbessern, weil Verbesserungsbedarf herrscht. Das haben wir alle zur Kenntnis genommen. Da wird sich die Politik dann selbstverständlich einklinken. Wir möchten nur die Arbeit der Fachbeamten einmal und der Fachleute beenden, auch Kosten dahinterlegen, was dann alles wirklich umsetzbar ist. Und dann kommt die Politik ins Spiel. Zielsetzung ist, zumindest ist das mein Zugang, dass wir im Märzgemeinderat dann beschlussfähige Unterlagen schon am Tisch haben. Davor ist die Diskussion, wie gesagt, die Arbeitsgruppe gibt es schon und die Politik wird selbstverständlich eingebunden. Ob das ein Sonderausschuss ist oder wie man den nennt, ist egal. Aber ich möchte wirklich bitten, dass man zuerst einmal die Fachleute konkrete Vorschläge machen lässt, auch Geld dahinter zu legen, die Finanzierung abzuklopfen, und dann werden wir schauen, ob das jetzt unseren Vorstellungen entspricht, ob das mehrheitsfähig ist, ja oder nein, weil sonst beginnt die Diskussion zu zerflattern und jeder hat eine gewisse Vorstellung. Wir wissen ja aufgrund der Rückmeldungen, was alles nicht passt, wo es wirklich krankt, dass es einfach nicht schöner geworden ist, sondern wirklich, ja, dass Luft nach oben ist, zumindest in der Gestaltung und in der Platzierung der Autos. Aber die nächste Deadline für uns und für alle Steirer ist der 1. März, da werden die Schanigärten wieder aufgestellt. Und die Schanigärten sind der springende Punkt, dann gibt es nicht mehr die Autos. Wenn die Schanigärten kommen, sind ja sowieso fast 2/3 aller Autos, die jetzt stehen, weg. Wir müssen uns jetzt darum kümmern, wie kann die Zeit nach, also mit den Schanigärten dann ausschauen, optisch, auch im Sinne von, bilden die wieder so eine Barriere wie jetzt die Autos oder nicht. Dann eher der Meinung, es soll nicht nur so eine Barriere bilden, aber wie gesagt, die Vorschläge wird es geben und darüber entscheidet dann sicherlich und selbstverständlich die Politik und da werden alle auch eingebunden werden. Aber da wird es auch schon Zahlen dazu geben und konkrete Vorschläge. So viel zum Nachdenken. Es sind noch zwei Redner gemeldet, der Dr. Zöttl und dann der Magister Park. Ich möchte auf meine Vorrednerin ganz kurz eingehen. Grundsätzlich schön. Halte ich sehr viel von Kontinuität in der Meinung und im Denken. Michaela, du redest jetzt vor 15 Minuten Backen. Ich kann mich nur erinnern, wie wir am Startplatz 30 Minuten gehabt haben, bist du hier gestanden und hast gesagt, 30 Minuten ist viel zu wenig, da kommst du nicht einmal aus dem Auto und du kommst mit dem Einkauf nicht zusammen. Und jetzt reden wir von einer Viertelstunde. Also das ist wirklich interessant, wie sich das ändert. Was ich auch dazu sagen möchte, wenn wir dann schon von Verkehrsberuhigung reden, also eine Viertelstunde Umschlag ist für mich mehr Verkehr, als wenn ich eine Stunde habe, weil dann stimmt irgendeine Rechnung nicht. Also das muss man der Ehrlichkeit halber schon sagen. Entschuldigung, ich habe zuerst den Fehler gemacht, der Kollege Kalli war schon vorher auf meiner Liste, tut mir leid, und sonst glaubt er, wir sind nicht mehr befreundet. Das bitte. Ja, werte Kolleginnen und Kollegen. Nein, es war schon das zweite Mal. Da sprechen wir die ganze Zeit über, mein Chef. Entschuldigung. Wir haben ja lang gebraucht, bis wir zu dieser Einigung gekommen sind, wie könnte denn dieser Stadtplatz neu ausschauen, zumindest einmal auf Planebene. Und die Eckpfeiler waren halt, den Verkehr eher in die Mitte zu verfrachten und Platz fürs Flanieren, Platz für kleinere Veranstaltungen, für einen Markt zu schaffen. Das ist da dahinter gestanden. Und das ist jetzt passiert und das testen wir jetzt gerade aus. Und ja, es stimmt, es hat am Plan anders ausgeschaut wie in der Natur. Und wie ich das erste Mal am Stadtplatz reingefahren bin, habe ich mir gedacht, mir trifft der Schlag. Weil es wirklich schier war, die Autos in dem Bereich, wo Segefredo ist, eine Katastrophe.
Aber genau für das ist dieser Test da, dass man einfach Erfahrungen macht, aber alles im Rahmen dieses Konzepts, das wir da herinnen beschlossen haben. Das sollten wir uns jetzt anschauen. Und wie gesagt, das weiß man jetzt, dass das nicht schön ist. Es werden die Schanigärten kommen, dann werden dort die Autos verschwinden. Man kann sich ja dann überlegen, was macht man zukünftig mit diesen Parkplätzen in einer Zeit, wenn die Schanigärten nicht da sind. Aber ich glaube, wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt, und jetzt will man diesen Test schon wieder aufweichen und schon wieder was Neues ausprobieren, weil man eine Idee hat. Wir wissen aber jetzt schon so viel noch nicht. Die Garage ist vor einem Monat aufgesperrt worden. Ich glaube, viele Steirer waren vielleicht noch gar nicht drinnen und stellen sie immer noch in Stadt, weil es einfach Gewohnheit ist. Schauen wir uns wirklich einmal an, wie sich die Verkehrsströme entwickeln. Vielleicht führt es dazu, dass der Stadtplatz fast ausstirbt vor die Autos, dass der Enzke ausstirbt vor die Autos, dass sich alles in der Parkgarage drüben ausspült. Aber das wissen wir leider nicht. Und denken wir, das sollten wir uns anschauen. Jetzt zu sagen, machen wir einen autofreien Stadtplatz, bin ich mir ziemlich sicher, in dieser 6 Wochen Testphase passiert mir wieder genau dasselbe, wie es mir passiert ist, wie in der jetzigen Testphase eingefahren bin. Dass der Stadtplatz genauso schier ist, weil nichts mehr ist. Weil es wird nicht dazu führen, dass die Leute auf einmal da über den Stadtplatz in der Mitte flanieren. Das tun sie jetzt schon nicht mit den freigewordenen Flächen, weil es einfach mühsam ist, über das Stickelpflaster zu rennen und die Geschäften sind halt einmal am Rand. Vielleicht geht einmal einer schräg drüber, aber die wird wahrscheinlich auch eher den direkteren Weg gehen. Das heißt, wir würden eine Stickelpflasterwüste da inmitten dieser schönen Häuser schaffen. Wenn man sowas irgendwann einmal überlegt, dann kehren Begleitmaßnahmen dazu und Überlegungen schon, wie will man diese Flächen nutzen. Das hat man ja bei der jetzigen Testphase auch gemacht und versucht, mit diesen Würfeln anzudeuten, wo Möglichkeiten wären zum Niedersitzen und so. Das ist ja auch alles noch nicht in der Endausbauphase. Und diese Idee mit dem Sperren der Kehgassen, bitte sagt mir nicht böse, ich bin da immer schon dieser Meinung und da schließe ich mich völlig in Helmut an. Das ist ja doch ein Schwachsinn. Jetzt sperren wir die Kehgassen und fahren wir über die Zieglergassen, aber jeder Steirer weiß, dass wenn es Stadtfest ist und wenn diese Verkehrsregelung ist, ist es eine Katastrophe da runterfahren. Da ist aber Sommer. Jetzt ist Winter. Jetzt kommt irgendwann der Schnee. Auch der Schnee wird wieder am Platz der Fahrbahn einnehmen und es wird nur enger werden. Und es wird nur schwieriger werden für die Autofahrer und dann wird sie der erste Mal in Spiegel runterfahren und dann wird dort einmal ein Kratzer sein und dort ein Kratzer. Das müssen wir doch die Leute nicht zumuten, das wissen wir doch mit Hausverstand, dass das nicht funktionieren wird. Unterm Rathaus vorbeifahren, wo wir wissen, wir dürfen die Straßen nicht breiter machen. Auch das wird nicht funktionieren. Und gerade nicht. Wir wollen doch eine Lösung, die das ganze Jahr praktikabel ist. Und gerade im Winter wird es nicht funktionieren können, über die Zieglergassen den Enzke zu befahren. Ja, wie gesagt, ich glaube, wir sollten dabei bleiben, dieses Testjahr abwarten, natürlich uns in die Diskussion laufend einbringen und am bestehenden Projekt versuchen, das so gut wie möglich zu machen. Ich finde es voll toll, dass auch die Leute die Möglichkeit haben, Thomas Froschauer ihre Ideen einzubringen, dass wirklich am Ende des Tages was ausschaut, wo wir zufrieden sind, wo aber auch die Bevölkerung, und um die geht es in erster Linie, sagen so, und jetzt ist es eine Verbesserung am Stadtplatz geworden. Und vielleicht steht irgendwann einmal am Ende des Tages der autofreie Stadtplatz. Aber jetzt das auszuprobieren, da sind wir nur um einiges zu früh. Danke. Als letzter, oder ja, zumindest jetzt zum Schluss zu Wort gemeldet, dann als vorletzter der Magister Prag. Oh, das dauert noch lang. Okay, gut, die Kollegin Frech zum zweiten Mal dann. Zweimal geht. Thomas, ich fange bei dir an, weil das noch besser im Gedächtnis ist. Wenn du sagst, die Zufahrt über die Zieglergassen kann nicht funktionieren, dann heißt das, dass wir entweder auch am Enzke keine Autos haben oder dass es nie einen autofreien Stadtplatz geben kann. Nein, nie, oder? Vielleicht auch noch, das habe ich vergessen, ich vergesse schon so viele Sachen. Zu der Viertelstunde Parkzeit, das wird nicht möglich sein, weil die Straßenverkehrsordnung ganz klar regelt, was ist eine Kurzparkzone und da darf die halbe Stunde Parkzeit nicht unterschritten werden und die 3 Stunden dürfen nicht überschritten werden, das heißt, das können wir ziemlich einrechsen. 30 Minuten wäre möglich. Bitte. Gut. Danke. Danke für den kurzen Einwurf. Also, ich höre aus den Wortmeldungen und auch eben von deiner, Thomas, dass ein autofreier Stadtplatz rein technisch nicht möglich ist, weil dann kann man am Enzke ja nicht mehr kommen.
Okay, wir suchen keine Diskussionen, sondern einfach eine Okay. Die Situation mit einer Hanggarage da drüben hat ergeben, dass das alles leicht möglich ist. Ja. Ich verstehe es nicht, warum wir es nicht ausprobieren können. Michael hat die Sache mit einem Ausschuss, einem extra. Prinzipiell bin ich natürlich für Diskussionen und natürlich müssen wir uns zusammensetzen. Bloß fürchte ich, wenn wir in der derzeitigen politischen Situation, wie die Mehrheiten sind, uns zusammensetzen und wenn die Politiker hier entscheiden werden, was mit dem Stadtplatz passiert, dass wir den autofreien Stadtplatz nie ausprobieren werden. Weil es wird sich in diesem Ausschuss, der ja so besetzt sein wird, wie der Gemeinderat keine Mehrheit finden, die uns da, ja, die so denkt wie wir. Im Gemeinderat, wir sollten uns vielleicht einmal anhören, was die Bürgerinnen und Bürger denken. Ich glaube nicht, dass die politische Mehrheit, meine persönliche Meinung, die ist, die der Meinung der Bevölkerung entspricht, der mehrheitlichen. Ja. Probieren wir es aus und fragen wir es dann. Oder meinetwegen fragen wir es auch vorher. Wir könnten in die Richtung ja direkte Demokratie üben vielleicht. Danke. Wir liegen noch zwei Wortmeldungen vor. Der Kollege Mayhofer ist am Wort. Bitte, Gunther. Ja, meine geschätzten Damen und Herren, Kollege Zöttl hat gesagt, in einer Viertelstunde kommt man nicht aus dem Auto. Er hat recht. So eng wie derzeit die Parklücken sind, kommt man nicht aus dem Auto. Nicht einmal in einer Viertelstunde, weil sie einfach zu schmal sind. Das heißt, auch das ist ein Punkt, den man sicher diskutieren muss. Ich glaube, dass der Prozess, der zu der jetzigen Regelung geführt hat, Stadtplatz neu, Design Thinking Modell, ich weiß nicht, ob es unbedingt ein Erfolgsmodell war. Es ist halt ein Kompromiss vom Kompromiss vom Kompromiss rausgekommen und genauso präsentiert es sich halt auch jetzt. Darum habe ich zuerst gesagt, vielleicht hätten wir ein bisschen Mut, ein bisschen weiter zu denken und auch Entscheidungen zu treffen, die nicht nur von einem der 39.000 Verkehrsexperten in Steyr kommen. Und ich muss dem Kollegen Willi Hauser ein bisschen widersprechen, der gesagt hat, es gibt Bedenken über die Zieglergasse. Genau das haben wir prüfen lassen. Dafür hat die Stadt Geld ausgegeben, hat ein Gutachten machen lassen, ob das geht, ob das funktioniert, wie die Verkehrsströme sind, und so weiter. Und jetzt schieben wir das alles weg, weil wir horchen viel lieber wieder auf irgendwelche selbsternannten Verkehrsexperten. Und so werden wir nicht zum Ziel kommen, mit Sicherheit. Und ich möchte nur mal wirklich auf die öffentliche Meinung zurückkommen. Ganz klar ist rausgekommen, dass es zu viel Verkehr am Stadtplatz gibt. Ja, aber dann muss ich reagieren. Und dann muss ich wirklich überlegen, wie schaffe ich es, weniger Verkehr zu machen. Und Herr Kaliber, Sie haben natürlich vollkommen recht. Es wird nicht sein, dass man einen Schalter umlegt, wenn man eine Verkehrsberuhigung macht. Ich bin nach wie vor der Meinung, eine Fußgängerzone wird es nicht möglich sein, weil dazu einfach die Beziehungen fehlen bei uns in der Stadt, aufgrund der Topografie. Das ist auch mitentscheidend. Aber nur, man muss wirklich überlegen, wie wirkt sich etwas aus, und das nicht nur unmittelbar, sondern wie wirkt sich das in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren aus. In Krems zum Beispiel hat es gedauert. Die haben, weil bei denen ist möglich eine Fußgängerzone, aber auch bei denen hat es natürlich eine Zeit gedauert, bis sich dieser Belebungseffekt wirklich umgesetzt hat. Ich glaube, es wäre ein Irrglaube, wenn wir jetzt etwas verändern und glauben, und am Schlag, da schirmt es uns am Stoppplatz und er ist bummvoll und so weiter. Wo ich vollkommen bei Ihnen bin, ist, dass man sich Nutzungen überlegen muss. Ja, ja. Es genügt nicht, einen Freiraum zu schaffen, sondern ich muss überlegen, was fange ich mit dem Freiraum an.
Wir haben ja geglaubt, dass wir einen Freiraum schaffen für die Passanten, dass die mehr Platz haben. Es ist nicht möglich, weil es ist nicht einmal möglich, dass der Markt rückrutscht bis zum Rigol, so wie es eigentlich ursprünglich immer vorgesehen war. Nein, die sind nach wie vor mitten am Gehsteig, dass man nicht einmal mehr vorbei kann. Und den Freiraum wird genutzt, dass man Autos dort abstellt, PKWs, die nicht benötigt werden zum Verkaufen aus dem Auto heraus, sondern aus Bequemlichkeitsgründen. Weil da gibt es geschlossene Verkaufsanhänger, also den kann er zusperren, kann sein Auto wegstellen. Das wird nicht in Anspruch genommen, weil es ist ja herrlich, jetzt haben wir einen Platz, jetzt können wir unsere Autos nur schöner dort parken. Und wenn man das als Verständnis für verkaufsfördernde Maßnahmen hat, ich glaube, dann liegt man mit Sicherheit falsch. Und darum ein klares Ja, Nutzungen gehören überlegt, aber ich wünsche mir wirklich ein bisschen mehr Mut. Als Nächste und zum zweiten Mal am Wort Kollegin Frech, bitte Michaela. Geschätztes Präsidium, werte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, geschätzte Gäste. Ja, ich wünsche mir nicht nur den Mut, sondern ich wünsche mir auch wirklich diese Kooperation, von der ich gesprochen habe, Herr Bürgermeister. Und das ist es nicht, wenn ich sage, die Beamten arbeiten einen Vorschlag aus und wenn der dann fertig ist, setzt sich die Politik zusammen, sondern das soll ein gemeinsames sein, was man da entwickelt, ein gemeinsames von allen politischen Fraktionen, von allen Beamten, die damit zu tun haben, damit auch der Informationsstand gewährleistet ist. Und jeder hat ja auch so seine persönlichen Erfahrungen. Und ich denke, mir spricht nichts dagegen, so einen temporären Ausschuss unter Anführungszeichen zu machen. Ich bin völlig bei dir, Kollege Brack. Wenn das dann wieder so besetzt ist, nach Macht unter Anführungszeichen, dann wird das nicht allzu viel Sinn machen. Nennen wir es Arbeitskreis, wie auch immer. Mir gefällt das Wort Arbeitskreis auch nicht. Aber einfach eine Möglichkeit, wo politische Diskussion stattfindet. In einem Rahmen, wo die Fachbeamtenschaft dabei ist, wo die Kommunikation funktioniert und wo auch wirklich das stattfindet, was ich nach wie vor einfordere, weil meines Wissens es nicht vorhanden ist, man mag mich belehren, ein wirklich sinnvoll aufgesetztes Projektmanagement, wo es ein Projekthandbuch gibt, wo ganz genau steht, wie die Szenarien sind. Und das halte ich für ganz wichtig. Jedes Großprojekt wird so abgewickelt und auch wir in der Stadt, denke ich mir, schaffen das. Wir haben die Kapazitäten, wir haben die Ressourcen und wir haben auch Leute, die das Know-how dafür haben. Und ich ersuche dich nach wie vor, das zu machen, damit wir wirklich auf einer sachlichen Ebene alle Vor- und Nachteile gewisser Dinge ausmerzen können, darüber diskutieren können und nicht eben dann kommt ein Vorschlag und die Gefahr ist dann wieder, lieber Kollege, lieber Herr Bürgermeister, ja auch Kollege, wenn dann ein Vorschlag wieder da ist, der ausgearbeitet ist und dann ganz schnell die politische Diskussion, dann passiert wieder das, was der Kollege Mayhofer schon angesprochen hat. Der Kompromiss vom Kompromiss vom Kompromiss, wo am Schluss dann rauskommt, eigentlich gefällt es niemandem. Das ist ein laufender Prozess und da sollte sich die Politik einklinken, auch weil sie letztlich die Verantwortung dafür trägt, was hier am Stadtplatz passiert oder nicht passiert. Und zum Kollegen Kaliber, ich weiß schon, dass mit den 15 Minuten, das geht sich nicht mit der Regelung der Kurzparkzone aus. Aber darum habe ich ja gesagt, das ist ein Arbeitstitel, 15 Minuten. Wenn ich es nicht schaffe, dass ich das aufgrund der geltenden Straßenverkehrsordnung umsetze, dann habe ich halt die Möglichkeit, 10 Minuten zu halten. Ist das auch schon eine Sache, die funktionieren würde? Einfach, um nicht eins zu erreichen, dass Personen, die nur kleine Erledigungen haben, den Stadtplatz nicht mehr besuchen können. Und lieber Kollege Zöttl, ja, du passt gut auf, stimmt, das habe ich damals gesagt, nur damals ist damals, heute sind die Rahmenbedingungen gänzlich andere, damals hatten wir keine Garage und man muss logischerweise, lieber Kollege, wenn sich die Zeiten ändern, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, dann muss man logischerweise auch seine Auffassung ändern und das, was man an der Aktivität tut, damit die Dinge wieder stimmig werden. Und jetzt sind sie nicht stimmig, das sieht jeder von uns, der auf den Stadtplatz schaut. Und unser Ziel sollte am Schluss sein, dass da was rauskommt, was für alle passt. Und ein wesentlicher Punkt, und auch hier sollte die Politik genau in so einem Arbeitskreis drüber nachdenken, wie schaut denn so eine Fußgängerzone dann tatsächlich aus? Weil da bin ich bei meinen Vorrednern,
das macht nur dann einen Sinn, wenn das attraktiv ist, wenn das so gestaltet ist, zu sagen, da fährt kein Auto, jetzt haben wir eine Fußgängerzone. Das ist es nicht. Da gehört ein Flair hin, da gehören bauliche Maßnahmen, da gehören Atmosphären geschaffen, aber das sollten wir alle gemeinsam erarbeiten und nicht mit einem fixen Vorschlag dann wiederkommen. Ja, vielleicht bevor der Kollege Hinger noch dran ist, etwas klarstellen. Wir haben in diesem Gemeinderat ein Konzept im Grundsatz beschlossen. Nach der letzten Wortmeldung habe ich das Gefühl, dass die Frau Michaela Frech die Diskussion von vorne beginnen möchte. Wie könnte denn so etwas ausschauen? Und machen wir einen Arbeitskreis und dann überlegen wir uns was. Das Konzept Stadtplatz neu gibt es, so der Architekt Hertel entworfen, mit einer Arbeitsgruppe diskutiert und mit vielen, vielen Betroffenen am Stadtplatz diskutiert. Dazu haben wir uns bekannt, da gibt es einen Beschluss. Und auf Basis dieses Konzeptes, wo wir sogar Finanzmittel im Grundsatz auch beschlossen haben, und die erinnert mich, 5-Plätze-Konzept, falls Sie wer nicht mehr daran erinnern kann, anhand dieses Konzeptes arbeiten jetzt die Fachbeamten an der Umsetzung und dann wird es einen Vorschlag geben. Das ist ja gar nicht schlecht, da braucht ja kein Projektmanagement. Und das heißt ja nicht, weil es einen Vorschlag gibt, den ich ja für gut halte, dass die Politik dann schnell entscheiden muss. Wieso denn? Aber ohne Vorschlag, ohne dass dieses Konzept, was ein Architekt gemacht hat und abgesprochen hat oder zumindest vorgestellt hat, vielen, vielen Menschen, die da arbeiten und Geld verdienen, dass man schaut, klopft man das ab, was ist denn realistisch machbar, was geht denn vielleicht technisch gar nicht, dass sie dann nicht, und erst dann die Politik einklingt, das erscheint mir schon sehr logisch und schlüssig, weil sonst fangen wir wirklich von Adam und Eva an und beginnen bei vorn und sind lauter Experten, alles was du sagst, ist wahrscheinlich dann besonders richtig und das andere ist weniger richtig, da geht es auch nicht, dass da Machtverhältnisse sind. Wir haben einen Apparat, der sich das anschaut und der arbeitet das ab und macht der Politik einen Vorschlag, so wie in vielen, vielen anderen Bereichen auch. Es geht gar nicht um Tempo, wir haben ein Konzept beschlossen, zu dem wir uns bekannt haben und das arbeiten wir jetzt ab. Und wann Anfang des Jahres, im Jänner oder im Anfang Februar, ein Vorschlag da liegt, der Fachbeamten abgesprochen, mit dem das Konzept entwickelt hat, dann können wir uns einklinken und einbringen in jedweder Ort. Und wie der Ausschuss dann heißt und Arbeitskreis nennt, ist völlig egal. Ich warne nur davor, jetzt so zu tun, wie wenn wir bei Null anfangen. Und wir setzen uns jetzt alle zusammen und jeder im Gemeinderat hat eine Idee, wie das ausschauen könnte. Die Grundpfeiler wissen wir eh und das Rad brauchen wir in der Stadtsteuer auch nicht erfinden. Die Fußgängerzone, ja oder nein, das Rad haben wir schon gehabt mit dem Rad. Also im Endeffekt waren wir überall vorne dabei. Und Mut, den kann man eh nicht kaufen. Wer sagt, dass wir nicht mehr Mut beweisen können? Das kommt dann noch einmal, wiederhole mich, der 1. März, wo die Schanigärten kommen. Da müssen wir eine ansehnliche Lösung schon mal präsentieren, mit fast gar keinen Parkplätzen mehr. Das war im Frühjahr auch schon nicht. Nur im Sommer fällt es niemand auf und da beschwert sich auch niemand. Ich sage nur ein Stichwort und höre schon auf. Es gibt gar nicht so wenige Ärzte, die sagen, unmöglich, wenn keine Parkplätze mehr am Stadtplatz sind. Das ist für die Ärzte und für die Betroffenen unmöglich. Nur ein Beispiel von vielen, der sagt, es gibt schon auch eine Gruppe, die sagt, wir brauchen Parkplätze. Es ist nicht so, dass wie in der veröffentlichten Meinung, dass man es führt, alle sind für einen autofreien Stadtplatz. Ist eh klar, der da nichts zu tun hat und kein Geld verdienen muss und keine Klienten hat, der sagt natürlich, wozu brauche ich die Autos? Das ist ja logisch. Aber daraus zu schließen, dass das da das einzig Richtige ist und gescheite für einen Stadtplatz, wäre auch falsch. Also es wird den Vorschlag geben, ich hoffe, da hat niemand was dagegen. Die arbeiten schon intensiv daran, sind schon drei zusammen gesessen und dann wird sich die Politik einklinken und kann dann eine beschlussreife Geschichte auf den Tisch bringen, die hoffentlich dann mehrheitsfähig ist. Das ist mein Zugang. Der Kollege Hingerl ist einmal. Pardon. Möchte noch jemand das Wort? Wir haben ungefähr jetzt anderthalb Stunden über den Stadtplatz diskutiert. Da können wir nur ein halbes Jahr diskutieren. Der Leiter ist der Magistratsdirektor, der hat den Auftrag von mir, diese Arbeitsgruppe zu leiten und die Teilnehmer kann der Magistratsdirektor hoffentlich dann auswendig dir mitteilen. Bitte, Kollege Schauer. Nur die Frage, dass ich sage, die Sitzung. Es gibt eine am 18. Jänner und eine Ende März. Im März? Haben wir da den Fachvorschlag? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wann es den Fachvorschlag geben wird können. Ich bin dort nicht in der Arbeitsgruppe. Das ist ganz bewusst einmal die Politik draußen. Nachher werden wir uns einklinken. Es ist eine Zielsetzung, dass wir im März vielleicht was beschließen können. Und rechtzeitig vorher muss sowieso die Politik sagen, passt uns das oder nicht? Wir gehen nicht, wird keinen Vorschlag geben, Gemeinderat wohl sagen, es ist ein Blödsinn. Ne? Nein, also es wird die Beteiligung geben, selbstverständlich. Aber wie gesagt, wir nicht wieder bei Null anfangen müssen. Es gibt da 60 Minuten Parkdauer für einen Arzt bringen dort gar nichts. Aber die Ärzte, ich habe auch nicht gesagt, was die Ärzte gefordert haben. Ich habe gesagt, dass es auch eine Gruppe gibt. Nein, wie gesagt, es gibt viele, viele Punkte. Es ist so wie beim Fußball. Weiß jeder, wie es geht. Aber wir haben ein Konzept und im Grundsatz beschlossen. Das wollte ich eigentlich nur, daran wollte ich erinnern. Und umsetzen in drei Jahren. So, wir kommen zur Abstimmung. Noch eine Wortmeldung. Schlusswort, Entschuldigung. Ja, Reinhard, Referent, bitte.
Ja, ich versuche einiges zusammenzufassen und es hat auch natürlich meine Färbung dazu. Zum Grundsatzbeschluss, glaube ich, muss man schon ein bisschen relativieren. Das einerseits hat sich gezeigt, ich würde nicht beteiligte Architekten jetzt irgendwie kritisieren, aber wenn zwischen dem, was auf den Plänen aufgezeichnet ist und dem, was die Bevölkerung bis hin zu, es wurde ja hier berichtet, dann bemerkt, wenn die Autos da stehen, mitten am Stadtplatz, wenn da so eine Diskrepanz ist, dann ist das Vertrauen in die Planungsleistung etwas erschüttert. Darf ich ganz kurz zur Ehrenrettung sagen, der Hertel hat die Autos nicht hineingezeichnet, die Parkplätze, das war die Politik. Nur, dass der Architekt außen vor ist, weil für den Architekten ist gut, autofreie Stadtplatz natürlich auch ein Wenn das so ist, das war schon. Wenn das so ist, höre ich es gern. Der Gernot Hertel hätte schon. Weil ich an sich von Architekten eine hohe Meinung habe. Es ist ein partizipativer Prozess gewesen, wo ich weiß, Hunderte dabei waren und jetzt, würde man sagen, interessiert uns nicht. Nicht, aber okay. Der Grundsatzbeschluss hat sich aber auf eine Zeichnung bezogen, ob es jetzt von Hertel ist oder von wem immer, einerseits, und andererseits waren manche Punkte schon damals völlig widersprüchlich. Einen Platz oder Markt oder wie immer es dann genannt wurde in den verschiedenen Phasen zwischen Pfarrgasse und Michaela und Marienkirche zu machen und zugleich dort den ganzen Verkehr Richtung Enske zu führen, das ist sinnlos. Es kann nicht ein Platz und eine Durchzugsstraße am selben Ort sein. Also da musste schon klar sein bei dem Grundsatzbeschluss, das wird so nicht gehen, da werden wir noch drüber reden müssen. Und es wurde ja auch vereinbart auf ausdrücklichen Wunsch, dem ich zugestimmt habe und viele vom Vizebürgermeister Zöttl, dass jede einzelne Maßnahme in diesem Grundsatzbeschluss in den zuständigen Ausschüssen zu behandeln und Beschluss zu fassen ist darüber. Jede einzelne Maßnahme. Das heißt nicht, dass wir irgendwann im März einen Gesamtvorschlag kriegen, wie es jetzt neu ausschauen soll, und dann können wir ja oder nein dazu sagen. Ja, also nicht. Da ist noch manches offen. Kann ja dazwischen Ausschüsse geben. Und wie auch immer, ich möchte es jetzt nicht unnötig ausdehnen. Ich glaube, unser Antrag daraufhin auch den sogenannten, das haben ja verschiedene auch richtig interpretiert, sogenannten autofreien Stadtplatz Verkehrsberuhigung ist sicher das richtigere Wort, auszuprobieren im Rahmen der Probephase, die ja ein Jahr dauert. Also das heißt ja nicht, alle paar Tage jetzt was Neues zu probieren, sondern im Rahmen dieser Phase kann durchaus mit den Entscheidungsstrukturen, welche immer das jetzt sind, ob das jetzt so ein zusätzlicher Sonderausschuss ist oder die Steuerungsgruppe oder was immer, diese Entscheidungsstrukturen, und wir werden dann das dann politisch zu diskutieren und abzusegnen haben, können das durchaus auch mitbearbeiten, diesen Gedanken, diesen Vorschlag, auch diese Variante auszuprobieren im Rahmen dieser doch über längere Zeit gehenden Probephase. In dem Sinn ziehen wir unseren Antrag nicht zurück, sondern halten ihn aufrecht und ich ersuche dann um Abstimmung. Ja, wir haben lange diskutiert zu diesem Punkt. Da sieht man, wie emotional dieses Thema Stadtplatz besetzt ist. Aber wenn man so einen schönen Stadtplatz hat und momentan sind wir, das ist der einzige Punkt, wo wir nicht glücklich sind, nicht so glücklich damit, haben wir Verbesserungsbedarf. Ich glaube, wir werden das auch schaffen, gemeinsam nämlich. Und der Märzgemeinderat war auch nur eine Vorstellung von mir, falls das zu schnell ist. Ist halt nicht der Märzgemeinderat, dann werden wir Beschlüsse im Aprilgemeinderat fassen. Wir werden genügend Zeit uns nehmen, um zu diskutieren und dann die Beschlüsse, so wie wir es ausgemacht haben, einzeln zu fassen. Alles, was wir investieren. Derzeit haben wir nur ein paar Linien aufgemalt, kaum Geld in die Hand genommen, genau aus diesem Grund. Und wie der Gunter Mayhofer gesagt hat, es spielt schon eine Rolle jetzt, dieses neue Wissen oder die neue Erkenntnis, dass wir da vorne beim Museum wahrscheinlich tatsächlich ein Tor schließen müssen, weil da ein Kran für die Umbaumaßnahmen aufgestellt werden muss. Also, da werden wir auch vieles neu denken müssen und sowieso probieren müssen, was wir vorher vielleicht in dieser Kurzfristigkeit nicht getan hätten. Also
Wir kommen jetzt aber zur Abstimmung über den Vorschlag der Grünen Fraktion, die Sperre der Kegasse und einen autofreien Stadtplatz in dieser auszuprobieren auf 6 Wochen. Wer für diesen Antrag ist, den ersuche ich um ein Zeichen mit der Hand. Wer ist gegen diesen Antrag? Wer übt Stimmenthaltung? Der Antrag wurde mit Mehrheit abgelehnt.